Wir begrüßen Sie aus dem Holstein-Stadion. Willkommen zur großen Party aus Kiel. Holstein-Kiel gegen den Halleschen FC. Aufgestiegen am letzten Wochenende und jetzt noch 90 Minuten. Dritte Liga, dann wird es hochgehen in die zweite Bundesliga. Kiel kann Meister werden, aber Hauptsache die Feier genießen. Wir freuen uns drauf, sind live dabei. Ausverkauftes Stadion, 10.000 Zuschauer da. Wunderschöne Kulisse, traumhaftes Wetter an der Förde. Wir freuen uns auf dieses letzte Spiel bei den Kielern in der dritten Liga. Und dann werden sie in die zweite Liga aufsteigen, was sie vor 2 Jahren verpasst haben. Endlich das Trauma besiegt vom Nichtaufstieg gegen München. Heute kann man richtig feiern. Wir schauen auf die Startformation bei den Kielern. Keine Veränderung, ein 4-1-4-1 mit Duxch vorne umrahmt von Leverenz und Schindler. Das sind die beiden Außenspieler, gefürchtet in der ganzen Liga. Auch am letzten Wochenende ganz stark gegen Groß Asbach. Und dann der Siegtorschütze zur zweiten Bundesliga, Marvin Duxch in der Spitze, ausgeliehen von St. Pauli. Der Blick auf den Halleschen FC. Viele Spieler werden im Sommer gehen. Man wird einen neuen Kader formen, ein 4-2-3-1 mit Pintol, Röser, Müller, Ajani. Das ist die Viereroffensive im Tor. Breto, der nach Nürnberg gehen wird, steht bereits seit Wochen fest, wird heute das letzte Mal für Halle spielen. Am letzten Wochenende zu Hause gegen Wiesbaden verloren, als eben Holstein Kiel mit diesem Sieg in Groß Asbach alles klar gemacht hat. Wir freuen uns drauf. Wunderschönes Wetter. Schiedsrichter kommt aus Hamburg. Vielleicht im nächsten Jahr 2 Gegner für die Kieler mit St. Pauli und vielleicht dem HSV. In jedem Fall das letzte Spiel. Es kann losgehen. Der HFC in Rot-Schwarz von rechts nach links. Holstein Kiel in Blau-Weiß-Rot. Und gleich der erste Ballgewinn von Marvin Duxch. Ist noch nicht klar, ob er gehen wird. Es gibt durchaus Gedankenspiele, ihn zu halten, aber er wird vermutlich zurückgehen zum FC St. Pauli, wo ja ein Umbruch vielleicht bevorsteht. Noch keine Sicherheit besteht, was die Personalien angeht, wer im nächsten Jahr den Verein verantworten wird. Der Trainer hat einen Vertrag bis 2018, Ewaldin ist eigentlich auch unumstritten bei den Fans und in der Mannschaft, aber es wird sich einiges finden müssen. Ganz anders Holstein Kiel, man hat in den letzten Tagen viele Verträge verlängern können. Einige Abgänge stehen fest, aber auch viele Spieler, die bleiben werden. Lenz zum Beispiel ausgeliehen, wird vermutlich nach Berlin zurückgehen und eben Marvin Duxch. Aber mit Janzer, mit Asemi wurden bereits wichtige Verträge verlängert, sodass die Mannschaft im Großen und Ganzen so bleiben wird, wie sie ist. Dazu wird der verletzte Kohlmann zurückkommen. So wird es gehen in die zweite Bundesliga gegen Nürnberg, gegen St. Pauli. Und die großen Gegner, 34 tolle Spieler, auf die sich Kiel freuen kann. Heute zunächst mal die große Frage, wird Kiel noch Meister oder wird es nur Platz 2? Aber das ist eigentlich völlig egal. Duxch gleich die Chance. Schöner Abschluss, 5 Minuten gespielt. Erste Gelegenheit für Holstein Kiel durch Marvin Duxch. Mit einem richtig guten Abschluss, toll gespielt von Peitz. Der aus Karlsruhe kam im letzten Sommer. Der KSC wird mit Holstein Kiel die Plätze tauschen, im nächsten Jahr gegen Halle spielen. Und auch der HFC will ja seine Ambitionen im nächsten Jahr umsetzen. Man will aufsteigen, das ist kein Geheimnis. In diesem Jahr war man über die Hinrunde hinweg sogar dicht dran, war phasenweise auf den Aufstiegsplätzen, auf dem Relegationsplatz, hat es jetzt im Jahr 2017 verspielt. Aber mit einem neuen Kader soll es dann im nächsten Jahr vielleicht gelingen, sodass auch Halle im nächsten Jahr aufsteigen kann, was Kiel jetzt geschafft hat. Kenneth Kronheim, einer der vor 2 Jahren dabei war, hier gegen München und dann bei diesem legendären, traumatischen Rückspiel in der Allianz Arena, als Kiel in der 91. das Gegentor kassiert, überhaupt erst in der 78. den Ausgleich. Das hätte noch gereicht. In der Nachspielzeit dann durch Kai Bülow das 2-1. So war der Traum zu Ende. Jetzt kann man endlich aufsteigen und vielleicht sogar noch tauschen mit 1860. Ballverlust von Diering.
Und Kiel kommt sofort nach vorne mit Leverenz. Lenz. Wieder Leverenz. Flanke ist gut. Für Marvin Ducksch. Nächster Versuch, den Torschützen am letzten Wochenende zu finden. Röser im Bild, der den Trainer noch kennt, Rico Schmidt aus Zeiten in Offenbach, hat dort 2015 den Aufstieg gegen Magdeburg verpasst in den Aufstiegsspielen. Dann wechselte zunächst Schmidt. Im letzten Sommer kam Röser nach Halle. Genauso wie unter anderem Pintoy. Eckstoß ungefährlich, dachte ich, kommt an. Schindler abgefälscht und jetzt gibt's Elfmeter-Handspiel, habe ich von hier oben genauso gesehen. Klares Handspiel bei den Hallensern. Elfmeter-Chance für Kiel, das Tor zu machen. Viertelstunde gespielt. Leverenz wird antreten gegen Bredlow. Und das kann das Tor sein zur Meisterschaft für Kiel. Wenn sie mehr Punkte holen als Duisburg, sind sie Meister. Die Chance ist da, in Führung zu gehen durch Leverenz. Wartet lange. Und der macht das Tor. Kiel führt durch Leverenz. Flach durch die Mitte, Holstein Kiel kann Meister werden, kann mit diesem Ergebnis noch vor Duisburg die Saison beenden. Das ist das wichtige Tor hier gegen Halle. Und jetzt wird nochmal gefeiert, nochmal lauter gejubelt. Sie haben alles gemacht, was sie tun konnten, haben das Tor gemacht, per Elfmeter durch Leverenz. Bredlow geht zur Seite, schauen Sie mal, das ist eigentlich ein Pass ins Tor, aber der Pass eben, weil Bredlow weg ist, kriegt den Fuß nicht mehr ran, riskant geschossen. Aber es reicht zum Tor. Holstein Kiel könnte mit diesem Ergebnis noch Erster werden. Aber das ist völlig egal. Hauptsache aufsteigen. Und das wollten sie 90 Minuten lang feiern. Jetzt stimmt auch das Ergebnis heute. Und der HFC muss reagieren. Muss eine Antwort finden auf diesen Rückstand. Wir haben das Handspiel nicht nochmal gesehen von Halles Verteidiger. Vielleicht sehen wir es nochmal im Verlauf der Partie. Ich habe es von hier oben, bin ich ganz ehrlich, genauso gesehen, dass der Ball unglücklich abgefälscht war, aber dann eben auch an die Hand sprang. Da waren einige unglückliche Aktionen bei den Hallensern im Strafraum. Wir kamen den Eckball einfach nicht weg, der eigentlich so ungefährlich schien. Baumgärtel, was macht Halle jetzt? Pintoy. Brückmann, Finnell, im letzten Jahr noch in Würzburg gespielt, aufgestiegen über die Relegation gegen Duisburg. Ballverlust von Leverenz. Gute Grätsche von Diering, ehemaliger Spieler beim FC Erzgebirge Aue, aber jetzt schon seit 2 Jahren in Halle. Finney. Und Schindler, einer der Kiel bereichert hat, kam aus Hoffenheim, aus der Regionalliga. Da haben sie richtig gute Transfers getätigt. Im Winter dann noch die entscheidenden Spieler geholt mit Lenz, mit Ducksch, die ausgeliehen sind aus Berlin und vom FC St. Pauli. Das ist Lenz gegen Ajani. Leverenz, wieder Lenz und nochmal Leverenz. Ist das leicht für Leverenz? Schöner Kopfball, Brito! Und nochmal die Flanke, diesmal kein Problem für Bredlow vorbeiz. Aber das muss Halle besser verteidigen, da müssen sie besser stehen gegen Leverenz, auch gegen Schindler, die wirklich richtig gefährlich sind. Am letzten Wochenende erst gezeigt gegen Groß Asbach, heute auch über außen immer wieder zu sehen. Gerade dieser Leverenz hat jetzt in den 2 Jahren eine enorme Steigerung gezeigt. Kam aus Würzburg damals, stieg auf mit den Kickers in die dritte Liga, hat dann den Wechsel nach Kiel mitgemacht. Im ersten Jahr hat man gegen den Abstieg gespielt. Und jetzt ist Kiel dort, wo sie vor 2 Jahren fast gewesen wären, in Liga 2. Drexler! Halbe Stunde gespielt.
an diesem Party-Samstag hier in Kiel. Es sollte eine große Feier werden. Man wollte den Aufstieg feiern. Jetzt stimmt das Ergebnis heute sogar. Man schaut immer wieder, was in Duisburg passiert gegen Zwickau. Ob der MSV jetzt Punkte liegen lässt. Mit einem Unentschieden wäre Kiel weiter. Und wer Meister? Lenz kann den Ball noch kontrollieren gegen Ajani. Leverenz, nächste Flanke. Auch die ist stark. Und Hermann wartet immer noch auf sein Tor. Patrick Hermann. Mr. Grätsche. Zweikampfstark, torengefährlich. Peitz. Schindler. Duksch. Abgeblockt. Aber Halle bekommt den Ball nicht weg. Leverenz. Nächster Ball für die Kieler. Wieder bei links. Sie kommen immer wieder über die Außen, weil Halle da den Raum ermöglicht und viel zu passiv agiert. Lenz. Das ist das gleiche Muster wie eben. Immer wieder Lenz. Leverenz. Nächste Flanke. Schindler. Toller Kopfball. Und sogar noch abgefälscht. Wird Eckstoß geben für die KSV Holstein. Das nochmal. Ja, das Tor vielleicht zur Meisterschaft von Leverenz. Duisburg müsste jetzt gewinnen, damit man vor Kiel bleibt. Nochmal, wenn Kiel mehr Punkte holt als Duisburg, ist man vorbei. Wer Meister? Sie haben im Moment alles getan, was sie konnten. Eckstoß Leverenz. Kein Problem für Britlo. Baumgärtel. Martin Röser. Er wird einer der Spieler sein, der auch im nächsten Jahr bei Halle spielen wird, der mit seinen Toren weiter seinen Beitrag dazu leisten soll, dass Halle im nächsten Jahr das macht, was die Kieler geschafft haben. Aufsteigen. Diering. Herrlich weiter zu Pintoy. Schön abgelegt, gut gedacht von Pintoy, der selber nicht probieren konnte. Dann zurücklegte für Fennell, aber das ist dann doch ungefährlich. Noch keine Aufgabe für ihn, für Kenneth Kronheim im Kieler Tor. Der beste Torwart der Liga, zusammen mit dem Rostocker Torwart, mit Marcel Schuhen und dem Mann aus Halle. Alle drei werden aufsteigen. Schuhen wird nach Sandhausen wechseln. Bredlo nach Nürnberg und Kronheim bleibt in Kiel und wird damit den Aufstieg ebenfalls schaffen. In die zweite Bundesliga. Vor zwei Jahren schon richtig gut gespielt, dann in der letzten Spielzeit verletzt. Da haben die Kieler mit Robin Zentner im Tor gespielt. Ausgeliehen von den Mainzern, von der zweiten Mannschaft. In diesem Jahr wieder Kronheim gesetzt. Immer dabei, immer im Tor. Also auch heute bekommt nochmal sein Spiel hier, ehe es dann in zweieinhalb Monaten in die zweite Bundesliga geht. Mit Kenneth Kronheim im Tor der Kieler. So, jetzt gibt es die Probleme dabei. Halles Röser. Kann aber weitermachen und ist wieder am Ball. Martin Röser. Kleiner Reismann, Nachspielzeit läuft. Zwei Minuten werden nachgeholt in diesem ersten Durchgang. Holstein Kiel führt zur Halbzeit. Zumindest Stand jetzt mit 1:0. Hätte damit selber alles getan für die Meisterschaft. Kann die erste Meisterschaft der Duisburger noch verhindern. Parallel der MSV zu Hause gegen Zwickau. Jetzt ist zunächst mal hier Halbzeit im Holstein Stadion. Halle muss eine Antwort finden auf eine Kieler Mannschaft, die so viel macht wie nötig, das Tor gemacht per Elfmeter durch Leverenz. Es gab keine Chance für Halle, selber das Tor zum Ausgleich oder zum 1:0 zu machen. Sie haben gut verteidigt, die Kieler, bleiben dem treu, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben. Würden erneut zu 0 spielen, kurze Pause, dann die letzten 45 Minuten in Liga 3 für Holstein Kiel im Holstein-Stadion. Halle zu Gast, gleich geht's weiter hier an der Förde. Kiel gegen Halle, bis gleich.